Seit heute ist Düsterbruch draußen. Das Ganze geht noch 5 Tage und 9 Stunden. Ich habe das Ganze schon gemacht mit einem Team, was super, super, super gut funktioniert hat. Und ich will euch das heute einfach mal ganz kurz zeigen. Wir machen das Ganze mit Groma Schöllenschrei. Ich habe auch keine Talente bei irgendwelchen Units drin. Also ich habe unter anderem hier einmal unseren gewöhnlichen Kriegshymnen Grunzer dabei. Das ist diese Doppel-Unit. Dann habe ich hier einmal den Tauren Tank dabei. Als Flug- und Gruppen-Unit habe ich hier einmal die Harpien dabei. Die sind sehr stark. Und wer nicht fehlen darf, wer richtig wichtig ist, ist die Frostwolf-Schamanin. Die ist nämlich richtig gut mit den beiden Grunzern zusammen, Leute. Weil die hat so einen Kettenheal. Als Range-Unit habe ich dann ganz normal so einen Dunkelsperrtroll. Den sollte ja auch die meisten von euch haben. Und dann habe ich noch als optional den Stacheleber dabei. Den braucht man aber nicht unbedingt. Das kann man auch austauschen. Kann auch Skelette oder so mitnehmen. So, wir machen das Ganze mit Gromosch. Das heißt, alle Gegner sind auf jeden Fall Level 8. Hier seht ihr nochmal ganz kurz das Team, den Überblick vom Team. Also die Units habe ich alle dabei. Und wir gehen auch direkt rein. Als Relikt wählen wir... wir haben jetzt gar kein gutes Starter-Relikt. Das ist natürlich richtig bitter. Wir nehmen dann instabile Substanz. Da vergiften wir die Gegner, wenn unsere Mini sterben. So, wir wollen als erstes rechts direkt die Kiste holen. Das heißt, wir schicken direkt rechts hier unsere günstigste Unit hin. Wir wollen gar nicht rechts wirklich zum Turm pushen. Wir wollen am Anfang eigentlich nur verteidigen. Ich rufe jetzt hier die beiden Tanks, rufe dann Gromosch dazu. Der verteilt jetzt hier direkt Kampfrausch auf beide. Und die rechts sind alle vergiftet. Das ist schon mal sehr gut. Jetzt kann ich hier unten noch meinen Fernkämpfer holen. Unsere Base tankt das Ganze für uns. Das ist komplett in Ordnung. Wir müssen nur den ersten Push überleben. Das ist immer das Gefährlichste, der erste Push. Und jetzt können wir gegenpushen. Also ich rufe hier die Harpien. Wir sollten jetzt eigentlich den Turm kriegen, weil wir haben überall Kampfrausch drauf. Wir machen so ultra viel Schaden und zack, da haben wir direkt den Turm bekommen. Sehr, sehr gut. Jetzt müssen wir nur noch links den nächsten Push überleben und dann haben wir die Runde eigentlich schon gewonnen. Also was ich dafür mache, ich rufe meinen Tank. Der charge hier direkt in den Ork rein. Das passt. Und dann als nächstes rufe ich hier mal kurz den Eber. Wir müssen hier direkt gegen die zwei Schurken ankommen. Perfekt. So, was wir jetzt machen, wir wollen den zweiten Turm holen und wir wollen diesen Turm hier auf keinen Fall verlieren. Gewinnen ist erstmal egal, wir haben so lange Zeit, Leute. Also guckt, die erste Runde ist eine der schwersten Runden, deswegen nichts überstürzen da. Und ich schicke links mal die Harpie hier noch. Es sieht so aus, als würden wir den Turm auch ganz easy kriegen, weil er fast kein Gold mehr hat. Das, wie gesagt, Leute, der Anfang ist bei jeder Map, bei jedem Dungeon immer mit Abstand das Schwerste. Wenn ihr es schafft zu überleben, den ersten Push, dann habt ihr das Game eigentlich. So, ich kann hier vorne jetzt noch was rufen. Aber ich glaube, ich spare mein Gold mal kurz. Wir können als nächstes kriegen wir hier unten links, seht ihr ja immer, welche Unit ihr als nächstes kriegt. Das heißt, ich will jetzt hier auf jeden Fall Gromosch mal eben raushauen, damit ich hier links das Gold abbauen kann. Gleich müsste die Truhe auch wieder kommen. Oh, von rechts kommt ein sehr, sehr, sehr großer Push. Ich rufe hier mal noch schnell die Schamanin, dass die da noch einen Heal drauf knallt. Oh, wir müssen aufpassen. Rechts ist ein riesiger Push. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall gleich mit einer... Ah, es könnte sein, dass wir den Turm gleich verlieren. Ich schicke mal kurz hier nochmal einen Tank. Und, ja, wobei Gromosch tankt das schon ganz gut. Wir haben auch viel Damage gemacht. Wir rufen jetzt nochmal unseren Doppeltank und warten eben, bis wir Gromosch haben. Und dann haben wir hier so viele Units und dann sollte das auch alles ganz gut funktionieren. So, Gromosch noch rein. Und jetzt können wir eigentlich schon für einen finalen Push gehen. Also ihr wollt eigentlich gucken, dass ihr ein sehr großes Pulk an Units habt immer. Und Gromosch halt dabei, damit ihr richtig schön Kampfrausch auf allen Units habt. Und dann verteilt ihr das Gift jetzt in meinem Fall. Und dann ist eigentlich GG. Also ihr seht, guck mal jetzt, wie viel Damage wir gleich machen werden. Es ist wirklich krank. Also wir haben hier oben so viel Schaden. Ich rufe jetzt hier noch die Harpien. Ja. Das war die erste Map und ich persönlich finde, die erste Map ist auch mit Abstand am schwersten. Und wenn ihr sterbt oder so, das ist auch gar kein Problem. Ihr könnt dann einfach den Dungeon von vorne anfangen. Also das ist wirklich komplett in Ordnung, wenn ihr sterbt oder so. Also geht einfach, probiert es einfach so oft ihr könnt und spielt so hoch, wie ihr könnt mit jedem Helden am besten. Okay, wir haben einmal, wenn euer Anführer einsetzt, kriegen wir zwei Banditen. Das ist nicht so gut, Leute. 50% Bewegungsgeschwindigkeit auf allen Leuten ist richtig geil, aber das hier ist natürlich auch sehr, sehr gut, Brandgeschosse. Immer wenn ihr was habt, wo Fernkampf-Minis besser werden, machen Gift oder Feuer, nehmt das. Das ist richtig krass. Auf der zweiten Map spielen wir gegen Immoltar. Das ist so ein, ja, so ein komisches Vieh mit ganz vielen Augen. Hier gibt es was zu beachten und zwar diese kleinen Augen hier, Auge der Leere, die fliegen zum nächsten, den sie sehen, also zum nächsten Gegner Mini und machen AOE-Schaden. Und jedes Mal, wenn wir einen rufen, machen die, spawnt da wieder ein Auge. Also ihr müsst gucken, dass ihr die Minis, zum Beispiel den hier, jetzt nicht direkt in einen großen Pulk beschwört, weil sonst macht ihr euch selber sehr, sehr viel Schaden. So, ich beschwöre jetzt hier kurz den, dass der übernommen wird von der Harp hier. Und jetzt rufe ich hier meine Minis. Ihr seht, jetzt spawnen hier die Augen. Die fliegen jetzt gleich in uns rein und machen richtig fett Schaden.
So, links müssen wir deffen. Das sollte aber klar gehen. Da rufe ich einfach die Harpien. Aber die Harpien werden jetzt natürlich, das war nicht so gut, weil die Harpien werden von ihm völlig zerstört. Ich glaube, ich lasse ihn von der Base einfach kaputt gehen. Ja, ruf dann hier mein Gold. Wir haben hier schon die Map eingenommen links. Das heißt, das ist sehr gut. Wir wollen aber rechts als erstes den Turm. Das heißt, wir sparen jetzt kurz, bis der hier angreift. Und dann rufen wir unseren Tank. Und danach rufe ich einen Heiler. So, der Heiler tankt jetzt die Geschosse. Das ist komplett in Ordnung. Weil der kann sich ja auch wieder voll healen. Ich schicke die jetzt rechts rum. Wir wollen den Turm holen. Ich rufe mal Gromausch. Und als nächstes werde ich hier noch einen Eber rufen. Damit die Neich ihm hier noch das Gold. Das ist in Ordnung. Links kommen zwei Schurken. Die können mir eh nichts. Deswegen könnt ihr eigentlich immer ignorieren. Die sind nur gut, um eine Lane zu pushen. So, dann rufe ich hier noch meinen für Gold. Wir pushen hier schön in den Turm rein. Als nächstes, wir haben hier rechts keine Range Units. Deswegen rufe ich hier jetzt noch die Harpien. Wo sind meine Harpien hin? Meine Harpien sind direkt gestorben. War da ein Auge? Habe ich das nicht gesehen? Ich weiß es nicht. Habe ich gar keine Ahnung. Okay, ich schicke den hier gerade aus. Wir holen noch den. Und dann sollte das Game auch durch sein. Also die zweite Map ist mit Abstand die einfachste, finde ich. Da hatte ich noch nie Probleme. Eigentlich könnt ihr da einfach alles runterspielen. Also es ist nicht wirklich schwer, hier irgendwie was zu gewinnen. Also ihr könnt hier zum Beispiel, ich rufe jetzt die beiden, rufe wieder die Schamanin. Und die Schamanin sollte hier jetzt die beiden Units am Leben halten. Und jetzt können die wieder vorpushen. Ich hole mir hier das Gold mal eben, schicke den dann rechts rum, dass der sich da das Gold holt. Wir wollen rechts auf jeden Fall unter allen Umständen den Turm behalten. Deswegen guckt, dass ihr möglichst alles rechts platziert immer. So, ich rufe hier wieder meine Fliegenden, weil er hat wieder keine Range Units. Okay, ich rufe Gromarsch, rufe hier vorne noch die zwei Boys. Und jetzt pushen die schön rein. Dann rufe ich hier hinten noch den Eber. Ihn schicke ich mal zum Gold sammeln. Come on, beeil dich bitte mit Gold sammeln. Go, 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 go. Okay, nice, das Auge. Ihr müsst es immer so platzieren, dass das Auge nämlich auf die Base fliegt. So war das. Okay, ich rufe hier mal noch einen Tank, dass er das Gold hier unten nicht kriegt. Gromarsch, Heiler. Hier jetzt noch eine Range Unit. Wenn er hier tot ist, können wir danach auch die Harpien beschwören und dann haben wir das Game, Leute. Da brauche ich gar nicht mehr die Harpien, dann beschwöre ich einfach den Eber direkt hier. Und das war die zweite Map. Also ist auch wirklich nicht schwer, Leute. Und damit können wir jetzt die Belohnung einlösen und kommen zum letzten. Ich hoffe, wir kriegen jetzt noch ein geiles Relikt, weil bisher haben wir echt nicht so krasse Relikts. Gruppen rufen eine zusätzliche Mini. Das ist schon sehr, sehr stark. Das könnten wir auf jeden Fall nehmen. Brandbeschützer. Tank-Minis kosten einen weniger, aber nicht weniger als eins. Ist auch ultra stark, weil wir vier Tank-Minis haben. Und erhalte ein plus ein Gold für jedes dritte Abgebaute. Das ist Schwachsinn. Das holt ihr euch auf gar keinen Fall. Jetzt ist halt die Frage, holen wir uns ein extra Mini oder holen wir uns Tanks kosten weniger? Und da wir vier Units haben, die davon betroffen sind, nehmen wir auf jeden Fall Tanks kosten ein Gold weniger. So, der letzte ist König Gordok. König Gordok ist relativ einfach. Also da kann ich euch direkt zeigen, wie ihr das machen müsst. Ihr habt links einen Tank und rechts habt ihr einen Magier-Ogre oder eine Blutelfe, glaube ich. Und ihr seht es hier, der Typ hier heilt den Boss. Und was ihr machen wollt, ist, ihr wollt am Anfang den Turm hier einnehmen, in der Mitte, diesen. Wollt danach links und rechts zeitgleich beide von diesen Leuten töten, weil wenn die auf, ihr könnt die nicht wirklich töten, aber wenn die auf 10% sind, übernehmt ihr die und die helfen euch dann gegen den Boss und das ist eure Win-Condition. Also wie gesagt, jetzt am Anfang ist relativ easy. Ihr ruft hier einfach eure Units, nehmt hier vorne die Mitte ein. Ich würde gar nicht zu viel platzieren. Hier noch eine Tank-Unit, dass mein Healer nicht gestunt wird. Und mehr würde ich jetzt erstmal gar nicht machen, weil ich glaube, das hier reicht schon. Die sollten eigentlich den Turm einnehmen. Ich rufe mal noch die Harpien und das reicht jetzt auf jeden Fall. Dann warte ich jetzt nämlich auf Geld. Rechts hole ich mal hier unseren Goblin, der holt hier jetzt noch ein bisschen Geld. Und dann pushe ich da jetzt gleich komplett rein. So, hier, die werden jetzt sterben, weil der wird die besiegen. Aber wir haben hier, wir sind hier schon am Pushen. So, ich schicke jetzt hier Gromarsch mit ihnen links und dem Heiler. Also komplett alles, was wir haben, links rein. Rufe jetzt hier nochmal einen Quill-Eber, weil der ist halt super tanky, weil der hat Widerstand gegen Magie. Das heißt, der kann das easy tanken. Links rufe ich jetzt wieder einen Kobold, der holt sich hier das Gold. Der Enemy-Kobold sollte sterben, genau. Und jetzt pushen wir komplett rechts noch durch. Nochmal mit Gromarsch und praktisch der gleichen Kombo, die wir eben hatten. Wir sparen jetzt noch auf den Schaman. Und wenn wir den Schaman haben, dann rufen wir den auch noch. So, und jetzt pushen die ja alle oben zum Boss. Und dann sollten wir das Ding eigentlich haben. Ich rufe mal hier noch den Quill-Eber. Können wir irgendwo Gold abbauen. Rechts können wir wieder Gold abbauen. Da rufe ich meinen Gold-Typi. So, und ihr seht, also, die sind jetzt hier schon richtig am Reinpushen. Ich rufe hier jetzt nochmal einen Gromarsch.
Und wenn ich kann, rufe ich jetzt gleich nochmal meine anderen Tank-Minis. Das ist halt so krass, dass alles weniger kostet. Also hier, wir übernehmen den jetzt wieder und dann kämpft er wieder für uns. Rechts, die haben wir jetzt auch schon übernommen. Das heißt, die kommen gleich auch. Wir müssen jetzt nur irgendwie die Mitte halten. Ich rufe nochmal einen Schaman, damit die hier durchgehend voll geheilt werden. Das ist halt das Geile beim Schaman. Ich rufe hier oben einen Quilleber, dass der hier nicht so weit davorkommt und direkt stirbt. Und links können wir nochmal Gold abbauen gehen. Aber ich glaube, das brauchen wir auch gar nicht mehr. Nochmal ein Tank hier vorne rein. So. Jetzt kommen die langsam mit der riesigen Army rüber. Ich rufe hier nochmal einen Tank und nochmal einen Schaman, wenn wir können. Come on, Schamane. So, und das ist das Game, Leute. Also, so macht ihr halt den Dungeon. Ich werde den jetzt noch weiter pushen. Ich denke, man kann. Also, ich habe im Internet gelesen, dass Leute den sogar in den roten Bereich gepusht haben mit dem Team, was ich hier gerade benutze. Also, ich habe mir das Team nicht selbst ausgedacht. Das habe ich natürlich auch aus dem Internet. Gibt ja Leute, die das Game hier schon seit 2-3 Monaten spielen. Und ja, also das ist funktioniert. Ihr seht, guckt euch diese Army bitte an. Es ist einfach, es ist geisteskrank. Guckt euch bitte an, was hier für ein Gemetzel ist. Es ist einfach nur, es ist nur herrlich. Es ist wirklich krank. Er ist tot, zack, gewonnen. So, dann kann ich die Belohnung hier einlösen und jetzt, also am Anfang hatte ich von 5 direkt auf 8 gemacht, jetzt habe ich von 8 auf 9. Jetzt kann man die Armee aufwerten und das heißt, ihr könnt halt praktisch eure, ja, eure Slots aufwerten und dadurch werden eure Units ein Level höher. Ich mache das jetzt mal noch beim Anführer, dadurch ist ja da mein Anführer ein Level höher und ja, das war es auch schon mit dem kleinen Guide zu Düsterbruch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ihr selber Teams habt, für die anderen Parteien könnt ihr mir die gerne schreiben, aber ich denke, das Team, was ich euch vorgestellt habe, sollte auch so funktionieren und ja, viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Ciao!